Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ja, der Sommer rückt immer näher und was braucht man im Sommer? Einen kühlen Salat. Und was für einen Salat? Wir machen heute einen Thunfischsalat und ich zeige euch, wie ich den Thunfischsalat mache. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! Für den Thunfischsalat brauchen wir 2 Dosen Thunfisch in Öl, a 185 Gramm, eine Dose Mais, 150 Gramm, eine grüne Paprika, 4 Tomaten, eine rote Zwiebel, ein Schuss Hesperidenessig, 6 Esslöffel griechischer Joghurt, Salz, Pfeffer und Schnittlauch. Als erstes schneiden wir die Zwiebel fein würfelig. Nun geben wir die Zwiebel in eine Schüssel. Gleich darauf können wir die Paprika zuputzen und in feine Würfel schneiden. Die gewürfelten Paprika geben wir auch in die Schüssel. Jetzt noch die Tomaten in Würfel schneiden. Jetzt gehen wir zum Zwiebel, Paprika und zu den Tomaten den Mais dazu. Dann den Thunfisch mit Öl. Jetzt noch das griechische Joghurt dazugeben. Dann das Salz, den Pfeffer, den Schnittlauch und den Hesperidenessig. Das Ganze jetzt noch durchrühren. Jetzt den Salat probieren, gegebenenfalls nachwürzen. Jetzt können wir auch schon anrichten. Jetzt noch ein Rosmarinsträußchen drüber und fertig ist der Thunfischsalat. Ja Leute, das war der Thunfischsalat, ganz einfach zu machen, er geht ganz schnell und er schmeckt richtig geil. Ja, schreibt es einmal in die Kommentare rein, wie ihr den Thunfischsalat macht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!